beachten Sie die Herausforderung, Mr. Final. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Trading Card Game Online. Ich habe die Herausforderung gesehen und wir machen mit Pokémon weiter mit Dragonite EX. Blablabla has been temporarily banned from play. Ist mir wurscht. Ich will lieber den Pokéball, das haben wir denn lieblich ist. Wir haben Tag Nummer 2 mal 10. Alles klar. Okay, wenn das Spiel sagt, hey, beachte den Hintergrund, beachte die Herausforderung, dann machen wir es auch. Wir machen wieder mit unseren Feuerdecks richtig Tamtam. Versus-Modus, Feuerdeck ausgewählt und los geht's. Suche mir den verfügbaren Gegner. Suche ihn, damit ich ihn vernichten kann. Wir haben Sandrew 661, der einen lieblichen Vorteil hat. Na, das möchte ich aber erst mal sehen. Er hat einen Vorteil, dass er den Münzer hat, aber ansonsten... Ich habe so ein Gefühl, dass ich anfangen darf. Oh! Dann lass mich doch anfangen. So, jetzt schauen wir uns doch mal unsere Hand an. Was haben wir denn da, Liebes? Wir haben einen Lugia. Und unser Gegner hat kein Basis-Pokémon, okay? Das heißt, wir können eine zusätzliche Katze mindestens ziehen. Jo, jetzt können wir noch seine Handkarten wegen anschauen. Bin mal gespannt, was er so hat. Er hat Unlichtenergie, die Hexe, den N. Finsterpflaster, okay. Sagt mir halt jetzt allerdings noch nicht, was für Pokémon er hat. Ich denke mal, er wird einen Nachtara GX haben. Das heißt also so Evoli-mäßig unterwegs. Und Darkrail. Na, das ist wieder Darkrail. Ich möchte auch gerne an die Karte ziehen. Nochmal Feuer. Da haben wir aber ganz schön viel Darkrail. Gut, dann kriegst du erstmal das in die Phrasen. Und dann machen wir die liebliche Computersuche, um zweimal Feuer wegzutun. Und dann darf ich eine Karte suchen. Ich sehe schon, mein Hopper EX ist nicht unbedingt da, wo er hätte sein sollen. Okay, dann, dann ist es eine gute Frage, was ich jetzt als nächstes spiele. Das ist echt. Ich darf mir eine x-beliebige Karte aussuchen. Ich denke mal, ich nehme mal meine verbrannte Erde, damit können wir schon mal ein bisschen was anfangen. Wir haben ja sowieso sehr viele Feuerenergiekarten. So, dann spielen wir dich auch gleich mal. Ich lege mal eine Energiekarte ab und ziehe zwei neue. Nochmal Toxin Laser, okay. Ja, mehr mache ich jetzt mal momentan nicht. Schauen wir mal, was er macht. Du hast auf jeden Fall zweimal farblos für Finster Aura 20+. Das hört sich noch nicht so spektakulär an. Genauso spektakulär wie mein Luftball. Du wirst wahrscheinlich so einen ähnlichen Effekt haben. Dass du mal Anzahl der Finsternis mag oder so. Genau, macht sie 20 weitere Schadenspunkte. Das ist genauso wie bei mir. So, ein Hyperball. Jetzt sucht er nach einer bestimmten Karte. Er hat sogar Flodest schon gehabt. Eieieiei. Er kriegt den Hopper. Ich nicht. Wo ist sie? Das ist auch gerecht. Aber okay. Muss halt sein. Ich denke, das einzigste Logische ist halt dann, dass er dann irgendwo einer der 6 Preiskarten ist. Jetzt muss ich gerade überlegen, Feuerdeck. Ich glaube, ich habe da überhaupt keinen Hopper, kann es sein. Weil ich ja kaum EX-Karten habe. Ja, okay. Weg. Ich bin immer noch irgendwie in den Psycho-Weg irgendwie. Da habe ich auf jeden Fall einen Hopper. Ich glaube, beim Feuerdeck? Glaube ich sogar nicht, dass ich den habe. Okay. Dann kann es gut sein, dass ich keinen Hopper finde, wenn ich keinen habe. So 100% sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich denke, es wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. So, da bereitet er schon mal das Pokémon vor. Okay. Angreifen kann er ja... Was ist das für ein Pfeil? Oh oh. Warum kann das sein Pokémon switchen? Die Rückzugskosten wurden verringert. Warum? Kann mir das jemand sagen? Nein? Okay. Ja, jetzt kann jeder nur noch 3 Pokémon ab. Nein, nicht ganz. Ah, Feuer-Pokémon machen 20 Schaden weniger. Nicht unbedingt optimal. N ist auch für mich in Ordnung. Einmal Hand. Ja, ist in Ordnung, aber da kann man auf jeden Fall was Besseres ziehen. Ja. Ist in Ordnung. Jetzt kann ich wenigstens schon auf der Grill schon mal draufhämmern. So, zweimal Flammiau können wir schon mal spielen. Dann haben wir hier auch nochmal einen Toxin Laser, weil wir es einfach können. So, dann kriegst du noch eine Feuerenergiekarte, deinen lieblichen Shaman, weil ich habe auch einen Shaman. So, jetzt darf ich 3 neue Karten ziehen. Sogar 4.
Oh, da habe ich doch was Liebliches. Da kann ich schon mal meine Miezekatzen aufwerten. So, jetzt kannst du dein Zeug wieder weg, du. Ansonsten würde ich sagen, Luftball, hau rein. Machen wir uns das schön gediegen, 40 Schaden. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Ich denke mal, er wird sich jetzt voll auf diesen Dakrail stürzen. Was kannst du? Oh, Pokémon Liga. Ich bin mal gespannt, was er noch so vorhat. Also er hat auf jeden Fall Welttal und Dakrail Deck. Auf jeden Fall in verschiedene Arten und Weisen noch. Das ist auf jeden Fall interessant. Y-Wirbel. Verschiebe einen an diesen Pokémon angelegte Energie auf ein Pokémon deiner Bank. Okay. Ja, kann von der Bank angreifen. Ja, ich sehe schon. Da wird dieses Pokémon vorbereitet. Und schon wieder N. Sag mal, wie viele N hat denn der? Es ist in Ordnung. Klar, ich hätte jetzt ein Sonderpokémon. Ich hätte mal ein Pokémon schon weiterentwickeln können, aber. Ich habe mir irgendwie so schon gedacht, dass ich jetzt einen Bezunder bekomme. Von daher, alles easy, alles easy. Leider keine Feuerkarte, was ein bisschen schade ist. Aber ich habe den Hyperball. Ich habe da. Mit Hyperball kann ich dann in der nächsten Runde was machen. Na, mal schauen. Noch ein Shaman. Wer spielt denn da die ganze Zeit Shamans? Also, das mag ich ja. Hab dich gesehen. Ach ja. Werde ich wahrscheinlich dann auch spielen. Ich werde dich da drauf legen. Vulkanion dahin. Shaman. Ja, irgendwie machen wir das schon. Finsterpflaster. Lege eine Finsternis-Energiemarke an einen Pokémon. Okay. Okay. Die ganzen Rückzugskosten werden ein bisschen minimiert. Für alle, die so eine Finsternis-Energiemarke haben. Ich weiß nur nicht. Aha. Da haben wir ja einen lieblichen Finsterumhang. Okay. Ja, ich hab's jetzt gesehen. Das heißt, du legst auch an ihn, würde ich hier mal legen, damit du wegen switchen kannst, oder? Nein? Ja, gut, wenn du nicht magst. Ich will dich auf jeden Fall nicht dazu zwängen. So, dann spiele ich dich. Dich entwickle ich mal. Dann mache ich mal den Schmied. Nochmal auf Bizunder. Haben wir es ja können. Selbst wenn es nur einer ist, haben wir es. Dann haben wir den Hyperball, den lasse ich nochmal. Dadurch hier nochmal eine Feuerenergie. Und ein liebliches Shaman, um neue Karten zu ziehen. Ich kann das auch. So, da haben wir auch den N. Den können wir dann in der nächsten Runde, wenn wir es wollen, aktivieren. Aber erstmal raue C, legen wir noch eine Karte ab und ziehen zwei neue. Dann aktivieren wir das. Dann bereiten wir mal gleich das nächste vor. Zack. Ansonsten Tausch. Ich könnte tauschen. Flammenwurf. Weiß nicht. Wir hauen nochmal 40 rein. Ganz langsam. Ja, die Feuerenergiekarte wäre für Mitsunda eigentlich recht geil. Dann kannst du nämlich Flammenwurf machen. Die Professor Ösch. Und dann kann ich zwar die Feuerenergiekarte ablegen. Durch den Effekt dieser besonderen Feuerkarte geht es aber wieder auf mit Zunder. Das hätte ich vielleicht machen sollen, aber egal. So, jetzt wird geswitcht und jetzt wird er wahrscheinlich gleich mal so richtig angegriffen. Düsterer Kopf 80 plus. 130, okay. Hat's Bam gemacht. Ansonsten, das heißt, ich kann dich jetzt weiterentwickeln. Ist auch wunderschön, dass du jetzt schon da bist. Dann aktiviere ich, will ich Tausch aktivieren. Verbrannte Erde, das war eine neue Katze, vielleicht haben wir ja noch was Interessantes. Haben wir den Bom-Bom, das ist auch interessant. Pokémon Fanclub, N. Machen wir mal Tausch und nehmen wir mal unseren Fuegro, zack. Da haben wir dann noch genug Energiekarten. Auf Lugia nochmal spielen. Da habe ich dann den Hyperball. Kann ich in der nächsten Runde dann aktivieren, oder? Ne, Moment, kann ich doch jetzt schon, wenn ich jetzt dich und dich ablege. Wenn ich jetzt noch ein Fuego, ich kann doch jetzt durch Sonderbonbon das gleich spielen, oder? Aha. Jawohl, so möchte ich das doch sehen. Lieblich. Und dann könnte ich noch N spielen. Klar, da war sowieso keine Karten. Neue, liebliche Karten für mich. Immer her damit. So, Top-Elixier können wir noch aktivieren. Dann kriegt unser Fuego noch eine Feuerenergiekarte.
Achso, nur an Basis-Pokémon. Egal, Lugia. Ja, da catch them all. So, Fueko, hau mal deine Tigerschleuder rein. 130. Bam. Ich denke mal, das war auf jeden Fall ein sehr rentabler Zug, würde ich mal von mir sagen. Da kann ich mir mal auf die Schulter klopfen. Gut gemacht, Pfeile. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut, was ich da jetzt gemacht habe. Und ich muss jetzt die GX-Fähigkeit noch nicht sofort aktivieren, weil ich habe immer noch einen weiteren Fueko. Der kann ja auch noch die GX-Karte, die Fähigkeit machen, wenn er möchte. Kampfverdichter, die Karte habe ich halt überhaupt nicht, wird aber sehr oft benutzt. Damit kann man Karten von seinem Deck ablegen. Und dann kann man vom Ablagestapel wieder andersweilig benutzen, wenn man dazu die benötigten Karten, wie zum Beispiel das Finsterpflaster hat. Ja, Kampfverdichter. Muss ich mal ein wenig schauen, dass ich die wegen Tauschkammer hatte, die Möglichkeit, dass man hier beim Spiel bzw. in der Online-Börse, dann kann man ja mit Karten tauschen. Lass ich das vielleicht machen? Keine Effekte. Was auch immer. 170 jetzt. Jetzt bleiben wir mal auf den Boden der Tatsache. Was ist denn los mit dir? Nochmal der Schmiede, ey. So langsam. Warte mal, habe ich überhaupt auf dem Ablagestapel irgendwas? Ja, das reicht auf jeden Fall. Bereite ich dich mal vor. Ich habe langsam keine Ahnung, wo ich jetzt noch Energiekarten hinhängen soll. Dann kriegst du noch eine. Dann lege ich die mal ab und zwei neue Karten ziehen. Vielleicht haben wir ja irgendwie was. Oh, da können wir auf jeden Fall was Fieses machen. So, du beendest erstmal den Kampf. Dass wir erstmal das Pokémon weg haben. Ich denke aber trotzdem, dass es reicht. Jawohl, reicht ganz. Und zwei Lieblichkeiten, einmal Flammiau und einmal eine Feuernicki-Karte. Ist in Ordnung. So. Er wird jetzt wahrscheinlich unser Pokémon besiegen. Mit Lugia könnte ich 150 Schaden machen, ja. Wenn ich die Statuenkarte ablege. N. Der N kommt mir ein bisschen zu oft vor, habe ich so das Gefühl. Aber okay. Ich hoffe aber, dass ich Flodest schon irgendwie noch wieder zurückbekomme. Nope. Okay. Habe aber noch die Möglichkeit durch die verbrannte Erde, dass ich da nochmal eine Feuerenergiekarte opfern kann. Weil momentan. Ich habe verdammt viele Karten momentan. Dampfgeschütz macht 100. Na, such dir schon dein Pokémon raus. Ich habe noch volle 6 Preiskarten. Das heißt, ich könnte 2 Pokémon opfern. Vom. Von GX oder EX. Weil ich denke mal, mein Fueko wird jetzt nichts mehr überleben. Vor allen Dingen durch die finstere Aura. Was hast du für Schwäche? Du hast Wasser, okay? Na gut, düsterer Kopf, das wird dann auf jeden Fall reichen. Ah, jetzt kommt unser liebliches Nachtara. GX! Wäre blöd, wenn es in den Preiskarten wäre, wa? Ernsthaft? Kein Nachtara, GX. Es ist ja blöd gelaufen für dich, mein Freund. Gut, nächste Fueko. Komm her, mein Freund. 110 Schaden, von daher brauchen wir da auch keine GX-Fähigkeiten zu aktivieren. Noch eine Energie. Lugia, kriegst noch eine. Dann können wir schon mal ein Entei spielen. So, zwei liebliche Karten für mich. Jetzt können wir ein bisschen ein Arschloch sein. Oh, zwei. Ach, du hast einen Nachtal auf der Hand. Oh. So, zweimal Energiekarten weg. Also, ich helfe dir doch. Du willst doch sowieso die ganzen Karten auf dem Ablagestapel haben. Von daher bin ich doch ein großzügiger Kerl und helfe dir. Und 130, bam. Weitere zwei Preiskarten für uns. Ich habe tatsächlich einen Hopper, okay? Also, ich habe es mir doch nicht eingebildet. Ich habe einen Hopper in dem Deck. Schön, dass du da bist. Ist zwar kein Platz mehr für dich, aber... Es ist trotzdem eine Ehre, dass du dabei bist. So. Yveltra EX. Das heißt, wenn ich das Pokémon besiege, habe ich gewonnen. Und ich hau meine GX-Fähigkeit jetzt rein. Das sag ich dir, wenn du jetzt mein Fueko jetzt nicht one-hittest, dann one-hit ich dich, mein Freund. Du kannst zwar jetzt dein Nachtara tauschen, aber Nachtgeheul. Weiß nicht. Selbst der Schattenkugel macht 90 plus 30 Schaden. Ja, das war's dann für dich, mein Freund. Vor allem, du hast 200 KP.
Ah, sowas magst du, mein Freund? Ist jetzt. Da, zittert ein bisschen, okay. Dann kriegst du nochmal eine Feuerenergiekarte. Durch Senna können wir jetzt ein paar neue Karten ziehen. Schauen wir mal, was wir dazu machen können. Gut, dann mache ich halt einen schnellen Streich. Habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Jetzt könnte man sagen, du hast jetzt aber keine Feuerenergiekarte. Du brauchst aber noch eine und so. Bleibt ganz ruhig. Ihr habt da unseren lieblichen Professor Arumas. Der macht es schon. Fluchseil. Du glaubst doch jetzt nicht, dass du meinen Lugia irgendwie besiegen kannst, oder? Ich denke, du glaubst, ich spiele jetzt kein Lugia. Du kannst mit Vulkanion spielen, ist mir jetzt auch wurscht. Aber mein Lugia kriegst du nicht. 30. Wow. Kann er sonst irgendwie was? Lege eine Unlicht-Energiekarte. Nichtsdestotrotz, ich denke, dass wir das jetzt beenden werden. Wenn wir jetzt eine Feuer-Energiekarte, wir werden jetzt wohl eine Energiekarte sehen. Wir kriegen jetzt 9 Karten, also sag mir da jetzt nichts. Na, das will ich jetzt aber auch meinen. So, ich lege dich mal da an. Du kannst von mir aus die noch haben. Dann würde ich sagen, wir machen Rückzug. Fuego. Werden aber trotzdem noch nicht unsere GX-Fähigkeit aktivieren, weil es kein EX-Pokémon ist. 80. Reicht leider nicht. Da hätte noch immer einmal Kopf gehört, aber okay. Ist in Ordnung. So. Weißt du, und jetzt werde ich es auf jeden Fall beenden. Ich habe dir jetzt noch eine Chance gegeben, nochmal einen Zug. Hast mir jetzt mit 30 Schaden, hast jetzt irgendwie was gemacht. Es war jetzt nicht unbedingt beeindruckend, muss ich jetzt ganz fairerweise zusagen. 170 EX, Flutes, bam. Dann Brandknall und fertig ist die Schäse. Bam. Und dieser Sieg geht an uns. Da haben wir lieblich gewonnen und ich denke mal, wir müssten auch die Herausforderungen beendet haben. Mal schauen. Ein Drachenleuchten-Pack. Und bam, haben wir auf jeden Fall geschafft. Jo, eine weitere. Wir können mal mit Unlicht mal machen, oder? Mache 12 gegnerische Pokémon mit deinen Unlicht-Pokémon kampffähig. Das heißt, in nächster Zeit werde ich mich dann mal dran setzen, ein Unlicht-Deck herzustellen. Also sowas eigentlich, was der Gegner gerade gehabt hat. Mit Yveltra, Dragrail, Nachtara, Jax, irgendwie sowas. Aber es kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Ich muss jetzt mal wegen hin und her tauschen, weil ich habe. Man hat ja die Möglichkeit, genau, in der Tauschbörse kann man dann öffentliche Angebote, dann ich erhalte. Dann suchst du halt dein, was ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aufgeschriebene Dragrail. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich so halt meine Stuff suchen. Muss ja halt ein bisschen hin und her tauschen. Muss erstmal schauen, was ich für Karten habe. Von daher denke ich mal, dass wir vielleicht erst noch mit gefährliches Bohren machen. Und dann, wenn ich dann genug Karten habe für ein Deck, dann werde ich dann Schmerzschleier machen. Aber meine lieben Freunde, das werden wir das nächste Mal sehen, wie und was und warum wir irgendwas machen. Haut rein, euer Final.